sich einfach einen anderen Bezugsrahmen beziehen. Und da haben die zwei, die nennen das dann eine Redefinitionstransaktion. Die redefinieren die Wirklichkeit, wie sie ist. Und da gibt es zwei Varianten. Die Blockierungstransaktion, also ich sage, das Baby schreit und der andere sagt, ist schon ziemlich spät heute Abend, gell? Indem er einfach sich auf einen völlig anderen Wirklichkeitsrahmen bezieht und damit meinen Versuch, meinen Wirklichkeitsrahmen zu irgendeiner Geltung zu bringen, einfach ins Leere laufen lassen. Das andere ist ein Schein drauf eingehen und doch davon ablenken. Das nennen die dann eine tangentiale Transaktion. Also ich sage, das Baby schreit und der sagt, ja, das Baby schreit. Es hat schon bei der Geburt geschrien. Gleich nachdem es rauskam, ist doch ein tolles Kind geworden. Ja, dann ist also, wird nicht völlig blockiert, sondern es sieht so aus, als würden wir irgendwie drauf eingehen und geht trotzdem auf was ganz anderes. Und die Schulung aus der Schiffschen Transaktionsanalyse, und dort haben wir eben auch gelernt, zum Beispiel mit Charaktergestörten, mit Kriminellen, mit Süchtigen und so, welche Therapieformen da gut sind, wo man als Bürgersöhnchen ja überhaupt nicht darauf vorbereitet ist. Man denkt ja, mit Liebe und Empathie kann man da therapieren. Das wird man höchstens an der Nase mit rumgeführt. Dort haben wir gelernt, ein Spruch, als wenn du mit charaktergestörten und kriminellen Menschen arbeiten willst, das gilt jetzt nicht für alle, die meinen eine bestimmte Dynamik damit, da musst du blitzschnell sein, knallhart sein können und ein sehr weiches Herz haben, weil wenn du sie richtig gut konfrontierst, kann sein, dass sie für einen Moment wirklich aufmachen. Und wenn du es dann nicht von deiner Schiene runterkommst, Thema Flexibilität, und dann sehr wachsam und sehr fürsorglich bist, verlierst du den Rapport. Was die Therapie sehr schwierig macht, weil die häufig Spiele spielen, ich erzähle jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne, aus der Schiffschen Schulung, ein Spiel spielen, das ein sehr schwer, da musst du sehr fit sein, zu erkennen, wo wir gerade sind, weil sie erzählen die Wahrheit, die klingen wie Lügen. Sie erzählen Lügen, die wie die Wahrheit klingen. Sie erzählen auch mal die Wahrheit und es klingt wie die Wahrheit. Und sie erzählen Lügen, die klingen wie Lügen. Und die sind aus einem Anpassungssystem, in dem es keine sehr verlässliche und konsistente Abfolge gibt und sicher zu bestimmten Situationen das eine oder das andere ausgelöst wird. Wie wir das in einer gewissen bürgerlichen Ordnung gewöhnt sind, dass wenn der eine authentisch und wahrhaftig ist, dass der andere dann komplementär normalerweise antwortet. Das ist kann in deren Bezugssystem völlig anders sein, dass wenn man sich da mal zeigt, wie man ist, dass das beim anderen, der ziemlich gestört ist, Schuldgefühle auslöst, und in seiner Familie hat man gelernt, dass man auf Schuldgefühle mit Wutausbrüchen reagiert. Das heißt, wann immer ich mich öffne und zeige, dass ich irgendwelche Reaktionen bedürftig habe, bricht normalerweise was über mich herein. Das heißt, deswegen bin ich vorsichtig und versuche das, was wahr ist, so zu sagen, dass es jederzeit auch als Lüge weggewischt werden kann. Also da gibt es erhebliche Wahrnehmungsprobleme, und man hat in der Schiffsschule dann schon gelernt, auf sein Gefühl zu horchen und einerseits sehr handfest und sehr schnell zu konfrontieren und auf der anderen Seite sehr sensibel und sehr fürsorglich. Sind aber von daher Therapien, die so hohe Ansprüche stellen, dass sie als Breitenmodell leider gar nicht funktionieren können. Aber ich finde, dass man eine Menge für normalere Kompetenzentwicklung eigentlich aus dem Bereich schon lernen kann. Also ich bin sehr dankbar für das, was ich dort gelernt habe. Ja, wir gehen ja eher von dem aus, was bei uns durch dieses Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation repräsentiert wird. Wir sagen, jeder Mensch lebt sowieso in seinem eigenen Kosmos. Jeder Mensch handelt hauptsächlich bezogen auf die Logik seines Kosmos und was ihn interessiert und wie er sich entwickeln will. Und tritt mit den anderen in einen Austausch, der dazu dient, die eigenen Entwicklungsinteressen voranzubringen, und hat gar nicht in erster Linie wirklich das Bedürfnis, den Kosmos des anderen zu verstehen oder den zu bedienen. Und dass das aber auch in Ordnung ist. Die Gehirn,
Leute, wir haben früher mal mit der Metapher gearbeitet, jede Gehirnzelle im Kopf verarbeitet mit einem Eingang echte Außenreize und gleichzeitig mit 100 Eingängen Innenreize, um zu zeigen, dass die Menschen in ihren Systemen ganz vorwiegend eigentlich auf sich selbst orientiert sind, was die Frage ganz anders uns stellend ist, wie kommen wir dann überhaupt in eine Gemeinschaftswirklichkeit und in einen sinnvollen Austausch, dass wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich beieinander. Das heißt, wir gehen davon aus, dass alle beteiligten Wirklichkeiten ihre Eigenlogik haben, die irgendwie verständlich ist, vielleicht auch irgendwie sogar hilfreich, nur halt nicht unbedingt passend zu meiner Logik. Und dass es eine ganz eigene Aufgabe ist, eine Gemeinschaftswirklichkeit oder zumindest eine komplementäre Handlungsweise auch bei ganz verschiedenen Verständnissen herzustellen. In Ehen eignet sich das sehr gut. Die ersten 30 Jahre kämpft man darum, dass der andere die Dinge genauso versteht wie ich. Dann wird man hoffentlich schlauer und lebt die restlichen 20 Jahre damit, dass man sagt, er versteht es zwar ganz anders, aber er tut das, was ich will und das ist genug. Das sind dann die reiferen Formen. Und ich tue, was er will, auch wenn mir würde das nicht bedeuten, aber warum auch nicht. Die ISB-Konzepte, die ich weiterentwickelt habe, stelle ich hier jetzt nicht in der Breite dar. Die waren ja Gegenstand von dem ISB-Konzepte Kompakt, das ich im November gemacht habe. Und ihr kriegt zusammen mit der MP3-CD und den Charts dieser Veranstaltung auch die von ISB-Konzepte Kompakt, sodass wenn euch da die ISB-Weiterentwicklung näher interessieren, könnt ihr die euch dort angucken. Ja, aber ich wollte das jetzt nicht doppeln. Ich zeige nur die Anschlüsse. So, ich habe aus diesem Konfrontationsmodell dann versucht, eine kleine Landkarte für die Ebenen der Wirklichkeitsbegegnung zu machen, die man zum Beispiel ganz prima im Organisationsbereich verwenden kann. Sagen wir zwei Marketingabteilungen, Marktstrategieabteilungen streiten sich fürchterlich um Ressourcenzuständigkeit und sonst was. Und es geht um Verantwortlichkeit und Kritik aneinander, was jeder angeblich unterlässt und was er tun sollte oder tut, was er unterlassen sollte. Die streiten sich gerne auf der Ebene von Verantwortlichkeiten. Und sehr oft wäre es notwendig, die fangen mal an, ob sie überhaupt im gleichen Film sind. Also ist diese Idee auch mit den Ich-Zuständen. Bevor ich nicht sichergestellt habe, dass überhaupt wir auf der richtigen Ebene kommunizieren, brauchen wir uns eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, was wir kommunizieren. Das ist der gleiche Grundgedanke. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn die sich miteinander unterhalten, sich fragen, okay, auf welche Daten und Szenarien beziehen die sich überhaupt? Dann sage ich, beziehe mich auf die Gruppe der potenziellen Mittelklasse-Wagenfahrer, und zwar die politisch, ökologisch jetzt Interesse hätten, dass mal was anderes geschieht. Während der andere sagt, ja, ich rede von ganz anderen, kein Wunder, kommen wir zu ganz anderen Schlüssen. Dann sage ich, okay, da einigen wir uns erstmal, worüber reden wir überhaupt, in welchen Szenarien sind wir unterwegs, sodass aus Daten Informationen werden. Das ist der systemische Informationsbegriff. Unterschiede, die einen Unterschied machen. Also ich rede nur über die Dinge, die wichtig sind für das, was ich nachfolgend dann machen möchte. Und das sind die Bedeutungen, also die Informationen. Also wenn diese Mittelklasse-Ökologie-Interessierten, wenn die in Fragebögen jetzt ankreuzen, Sie würden gerne ein umweltfreundlicheres Auto fahren. Was sehe ich darin? Und die einen sage ich, ich sehe darin ein wirkliches Bedürfnis, dem wir als Anbieter dringend entgegenkommen sollen, wenn wir auch morgen noch Autos verkaufen wollen. Und der andere sagt, ich sehe darin eine irrelevante Neigung, sozial erwünschte Antworten in Fragebögen zu geben. Also wir beziehen uns beide auf den gleichen Fragebogen, die gleiche Bezugsgruppe, auf die statistische Auswertung, geben dem aber eine völlig andere Bedeutung. Und wenn wir uns in dieser Bedeutungsgebung so total unterscheiden, dann brauchen wir ja nicht
über Schlussfolgerungen daraus erstmal zu reden, sondern zumindest müssen wir mal merken, wir haben ganz verschiedene Bedeutungen. Und kein Wunder, kommen wir dann zu ganz anderen Schlussfolgerungen, die ganz andere Vorstellungen von Verantwortung nach sich ziehen. Und da ist dann die Idee, dass man dann als erstes sich zumindest über Bedeutungen verständigt. Da muss man sich nicht unbedingt einig sein. Man kann ja auch sagen, angenommen, es wäre das eine, welche Wirkungszusammenhänge sehen wir dann, welche Konsequenzen würden wir dann ziehen? Oder angenommen, es wäre das andere, was wäre dann? Das heißt, man entwickelt gemeinsame, zueinander passende Landkarten von Wirklichkeit. Und selbst wenn man sich an dem Punkt nicht einigt, entsteht trotzdem so etwas wie Kulturverträglichkeit. Ja, die nächste Stufe ist angenommen, man kommt zu einer, man klärt das, was diese Fragebogen wirklich bedeuten könnte, kommt zu einer gemeinsam einigermaßen plausiblen Hypothese, dann fragt man sich, und wenn man das jetzt annimmt, das wäre ein wirkliches Bedürfnis nach einem ökologischen Auto, wie sehe ich dann die Wirkungszusammenhänge? Also wenn ich dann dieses Auto produzieren würde, angenommen ich könnte das, dann sehe ich aber ganz andere Wirkungszusammenhänge, dann kaufen die das nämlich nicht, weil die Entwicklung in der Besteuerung so läuft, dass es die Kostenersparnis, die die Leute vielleicht hätten oder die Mehrkosten durch das Besteuerungsverfahren noch übertrieben werden und das wird dazu führen, dass obwohl sie dieses Bedürfnis haben, auch wenn wir dieses Auto produzieren, wir es nicht verkaufen werden. Und dann stellt sich jeder so seine Wirkungszusammenhänge vor und dann unterhält man sich darüber, welche plausibel sind. Probleme haben wir ja mit den Seniorentelefonen. Ne? Viele alte Leute sagen, sie finden sich nicht zurecht. Da macht man ein großes Telefon mit großen Tasten und Bildchen vom Enkel und Ähnliches, weil man denkt, prima, und verkauft sie nicht. Weil man sich offenbar falsche Vorstellungen über die Wirkungszusammenhänge gemacht hat. Okay, und wenn man auf diese Weise, da wird man nicht immer alles klären können. Ne? Das ist jetzt eine didaktische Oberfläche, die nicht dazu führt, dass ich auf dieser Oberfläche wirklich alles klären kann. Das ist ja unser Dialogmodell der Kommunikation, dieses bewusst methodische, das wir da miteinander veranstalten, ist eigentlich eher ein Rahmen, in dem wir uns aufeinander auch intuitiv einstellen, in dem wir einander näher rücken im intuitiven Verständnis, wie tickt der andere und was ist dem anderen wirklich wichtig, sodass wir sehr viel mehr Möglichkeit haben, uns mit anderen in eine Gemeinschaftswirklichkeit zu begeben, selbst wenn wir selbst nicht mehr richtig wissen, worin das eigentlich alles besteht. Und da ist aber nicht schlecht, wenn man dazu einfach eine Landkarte hat, mit der man zum Beispiel eine Gesprächsseriendidaktik aufbauen kann. Und solche Dinge werden im Organisationsbereich eher verstanden und akzeptiert, weil sie der Denkweise, wie man glaubt, drangehen zu müssen, eigentlich ganz gut entsprechen. Ja, das war jetzt also ein Beispiel dafür, wie die Wurzeln in die Schiffsche Schule und in deren Umgang mit Schizophrenen, mit Geistesgestörten, mit Umgang mit Wirklichkeit, mit deren vermuteten Frühstörungen und aus dem heraus sich eigentlich ganz vernünftige Arbeitsfiguren entwickelt haben, wie man mit Wirklichkeit umgehen kann, wenn auch sehr einseitige. Und ich habe die transformiert in ein demokratisches, gleichberechtigtes Raster und versucht, zumindest einen Anfang zu machen, es in eine Sprache zu überführen, die in anderen Feldern als der Psychotherapie auch gut verwendet werden kann. Und dieses Schaubild, das ihr jetzt seht, die mit dem Institut vertraut sind, die kennen das, das ist eines unserer Hauptschaubilder. Das illustriert eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Man kann an der Oberfläche eine Didaktik machen. Kommunikation und Wirklichkeit ist aber so ungeheuer komplex, dass die mit einer solchen Didaktik nie erschöpfend diskutiert und geklärt werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt vorschlagen würde, dass zum Beispiel zwei Marketingabteilungen sich miteinander unterhalten, mithilfe einer Didaktik, für die diese Wertungsstufen des Zusammenkommens, auf welcher Ebene sind wir eigentlich miteinander, eine Rolle spielen, glaube ich niemals, dass alle
ihre relevanten Wirklichkeiten auf diese Weise durchbuchstabiert werden könnten. Aber dadurch, dass sie das an einigen wichtigen Beispielen und mit Hilfe eines didaktischen Rasters bewusst methodisch machen und wenn das nicht zu rigide gehandhabt wird, schaffen sie sich eine Gelegenheit, sich in vielfältiger Weise einander anzunähern und kurz zu schließen und eine Gemeinschaftskultur und Verständnis füreinander zu entwickeln. Und es funktioniert auch wirklich. Ich erzähle das oft, wie ich das mit Teams gemacht habe. Da kommen zum Beispiel drei Geschäftsführer und die haben einen halben Tag Zeit und 20 essentielle Themen, zu denen sie völlig verloren sind auf dem Einigungsprozess. Und am liebsten soll ich in den halben Tag die 20 Themen mit ihnen durchsprechen. Mache ich nicht. Ich spreche genau drei Themen mit denen durch, habe eine bestimmte Didaktik, dass ich sage, ich nehme solche Themen, für die ich einen Themenpaten finde. Also jemand, der sagt, mir ist ganz viel an dem Thema gelegen, dass es gelöst wird. Ich habe Vorstellungen für mich, wie es sein soll, und ich habe Wünsche an die anderen, wie es sein soll, mit denen ich mich mit den anderen mal wirklich klären und auseinandersetzen möchte. Und ich weiß auch, wann ich zufrieden bin. Weil viele, man glaubt ja nicht, in hochkarätigen Sitzungen, wie da weitergeredet wird, weil keiner weiß, wann eigentlich sinnvollerweise das Ziel erreicht ist. Es wird einfach geredet und geredet und geredet. Da ist eine sehr große Hilfestellung, wenn man einen Themenpaten, der sagt, hat ich für meinen Teil kann sagen, wann es für mich befriedigend gelöst und fertig ist. Und solche Themen habe ich dann mit denen gearbeitet, zunächst mit dem Themenpaten gearbeitet, bis er sich geklärt hat, bis der formuliert hat, ohne gleich in Aktion zu gehen, was er von den anderen haben möchte, was er braucht, wie er deren bisheriges Verhalten versteht, also so ein bisschen auch, entweder ist mir das plausibel oder ich bin mir nicht sicher, ob es plausibel ist, sagt, woran er das festmacht, dass er das so erlebt, wie er die Zusammenhänge sieht. Das heißt, die anderen können unverbindlich studieren, wie tickt der eigentlich, und das kann man wieder in diesen Kategorien von diesen Wirklichkeitsebenen machen. Und wenn ich dann mit ihm zu einem sinnvollen Design gekommen bin, was aus seiner Sicht, was er will von anderen, wann er zufrieden ist, was eine Lösung wäre, dann lade ich zunächst mal die anderen ein, zu sagen, wie sie den Prozess fanden. Also auch nicht gleich in Handlung treten. Was bei ihnen angekommen ist, wie es ihnen geht, wenn sie hören, wie dieser Mensch versucht, sein Anliegen zu klären, da müssen sie noch gar nichts dazu sagen, ob sie dem zustimmen wollen oder nicht, ob sie mitmachen wollen und so weiter, sondern allein, wie es ist, wenn sie merken, wie der ganz offen und klärend mit seiner Wirklichkeit umgeht. Und dann ist es meist noch nicht mal mehr nötig, dass sie dann wirklich miteinander aushandeln. Sondern fast immer entsteht da ein Klima der Abstimmung, dass sie es dann von selber aushandeln können, es sei denn, es sind Systeme, die gerne viel verhandeln, aber nie zum Abschluss kommen. Da bestehe ich darauf, dass sie vor Ort einen Knopf an die Sache dran machen. Das ist eine Sache der Einschätzung. Und wenn das einigermaßen gut läuft, beim ersten kann's, ich nehme dann lieber einen, der dafür offen ist und die anderen, die vielleicht ein bisschen reserviert sind, hören erstmal zu, die werden dann aber langsam warm. Bei denen öffnet sich das unbewusst Intuitive immer mehr und die werden selbst auch in sich durchlässig und auch offener für die hintergründigen Dinge beim anderen. Und dann kann es im dritten Durchlauf auch mit einem, der da vielleicht eher ein bisschen knöchern unterwegs ist, durchaus auch ganz gut gehen. Und dann sind die entlassen. Das Interessante daran ist, dass die 4 Wochen später berichten, dass von den anderen 17 Themen sich 12 erledigt haben, ohne dass sie wirklich darüber gesprochen haben. Das heißt, es ist irgendetwas geschehen, dass sie manchmal zwischen Tür und Angel zueinander gefunden haben, wie man Dinge regelt. Also die Beispiele haben Schule gemacht und in vielem Haltungsschule, unbewusste Steuerungsschule. Und das ist ja generell am ISB, die bei uns Weiterbildung ja gemacht haben, wissen das ja, ist das unsere Vorgehensweise, dass wir an wenigen vielschichtigen, hochwertigen Beispielen eine Kultur erzeugen, aus der heraus sich vieles lösen lässt, ohne dass man eigentlich genau bewusst weiß, wie das geht. Und ich glaube auch, dass anders viele komplexe Probleme in unseren Organisationen gar nicht zu lösen sind. Also die Durchdidaktisierung ist völlig aussichtslos. Ja, und das letzte Chart dann zu dem Thema. Von daher jetzt
wir sind ja bei Beziehung und Begegnung, habe ich mich gefragt, was begegnet sich eigentlich? Und wenn ich Verhaltenstrainer bin, im Sinne von operational beobachtbar, ist das die richtige Satzstellung und so, dann glaube ich, es begegnen sich Verhaltensweisen. Und dann trainiere ich die Leute, dass sie Verhaltensweisen besser machen, sodass sie sich besser begegnen können. Und das kann manchmal, wenn jemand nicht die richtigen Verhaltensweisen hat, auch wirklich der Mangel sein. Aber wir alle wissen, dass manchmal die Verhaltensweisen ganz in Ordnung sein können und trotzdem reicht das nicht. Da kann es zum Beispiel an den Haltungen liegen. Ja? Ich habe bei mir, der andere redet lauter vernünftige Sachen mit mir, aber eigentlich glaube ich, dass er mich über den Tisch ziehen will. Und dann ist es keine Sache der Verhaltensweisen, sondern wenn da was dran ist, an dessen Haltung. Da begegnen sich Haltungen. Erinnert euch an Byrne. Wenn die hintergründige Ebene von der vordergründigen zu unterscheiden ist, das Beziehungsergebnis auf der hintergründigen zu suchen. Und das sind vier Arten, mit Vordergrund und Hintergrund zu spielen. Ja, es kann sein, dass die Haltungen stimmen, aber die Verhaltensweisen immer wieder so dämlich sind, dass der andere trotzdem die Lust verliert. Oder es kann sein, dass die Verhaltensweisen in Ordnung sind, aber man Haltungen durchspürt, die nicht zu einem seelisch relevanten Beziehung und Begegnung führen. Wenn man das so sieht, arbeiten wir eben in vielem an Haltungen. Und wenn die Haltungen stimmen, ist erstaunlich, wie unvollkommen Verhaltensweisen sein können und man kommt trotzdem zueinander. Gott sei Dank, sonst würde keine Ehe klappen. Von daher ist es auch eine bildungstaktische Überlegung, wenn jemand Schwierigkeiten hat, Beziehungen zu gestalten, Begegnungen zu gestalten, auf welcher Ebene muss er was dazulernen, was den relativ besten Zuwachs bringt. Und wir sind da sehr oft eher auf der Haltungsseite, weil wir glauben, dass Menschen seelisches Geben und Nehmen und Kontrakte schließen. Aber ich will das nicht, auch nicht überbetonen. Dann eine noch andere Frage. Menschen sind mythologische Wesen. Das heißt, während sie, egal in welchem Feld sie unterwegs sind, sich da bewegen, erzählen sie eigentlich ihre Geschichte. Also wenn Zwergnase auf Rotkäppchen trifft, dann kann sein, dass es schwierig ist für die beiden zusammen eine Story zu entwickeln. Oder wenn Pionier auf ich sichere mich gegen Feinde trifft. Ja, das sind zwei verschiedene Mythologien, die völlig andere Welten kreieren und völlig andere Prioritäten setzen, völlig andere Einstellungen nach innen machen und völlig andere Bereitschaften nach außen organisieren. Also da muss man auch gucken, was ist mein persönlicher Mythos? Und da kommen wir bei dem Skriptthema nochmal drauf. Im Guten wie im Schlechten, welche Lebensentwürfe kommen da eigentlich zusammen? Also Alexis Sorbas trifft auf den eisernen Heinrich. Na, in der Alexis Sorbas-Story bringt er doch den Engländer immerhin dazu, mit ihm dann Serdaki zu tanzen. Wenn der andere aber voll auf eiserner Heinrich unterwegs ist, ist das wahrscheinlich, klappt das nicht, dass die zusammen eine Aufführung machen können. Und die Transaktionsanalyse ist ein Vorgriff auf Skript, geht davon aus, dass wir intuitiv eine Idee haben, mit welchen Mythen andere unterwegs sind und wir von daher gemeinsam Dramen aufführen. Ja, und dann, das wäre der persönliche Mythos, den kann man klären durch Skriptarbeit. Da gibt es Methoden für. Und dann gibt es aber auch einen unpersönlichen Mythos. Ich habe auf solche Dinge schon mal Bezug genommen. Milieumythen, nationale Mythen, aber auch im Organisationsbereich bei einer Fusion, wenn sich zwei Unternehmen finden. Ich erinnere mich an
Hypobank und Vereinsbank, als die zusammengekommen sind, die waren einfach mit einer unterschiedlichen Mythologie unterwegs. Die einen waren mehr geschäftsorientiert, tough, die anderen waren mehr nah bei den Leuten und kulturorientiert. Das waren zwei Mythologien. Und wenn zwei Menschen aus diesen beiden Banken zusammengetroffen sind, dann haben sich in ihnen auch zwei Mythologien begegnet, unabhängig von den ganz persönlichen Mythen, die die als Individuen mitgebracht haben. Und diese Art der Fragestellung hilft uns auch einfach, nochmal die Welten- und Kulturbegegnungen in der Begegnung von Individuen mit zu berücksichtigen und diese Dinge nicht zu persönlich zu nehmen, sondern zu sehen, dass man da Protagonist in größeren Begegnungssystemen ist. Das war das. Jetzt bin ich ziemlich erledigt, deswegen würde ich sagen, wir machen kein neues Fass auf. Wir können jetzt entweder aufhören oder ihr könnt noch ein Stück von den beiden gucken. So, als Absacker, wie es einige nicken, andere eher ja. Gut, dann gucken wir gerade die nächste Runde. Dann kommt jetzt der mit dem Schraubenschlüssel. Bin der mit dem Schraubenschlüssel. Wenn's irgendwo mal Probleme gibt. Na komm ich. Überhaupt, wo ich nah komm, gibt's ja nur Probleme. Aber nie lang. Bloß einmal als Beispiel, gell, wenn ich an einem Rohr vorbeikomme. Wisst ihr, ich kann an keinem Rohr vorbeigehen, gell. Muss ich immer gucken, ob da irgendwas undicht ist. Da klopfe ich dann ganz leicht dreimal mit meinem Schraubenschlüssel dagegen und tatsächlich. Ja, dann nehme ich es dann meistens gleich mit. Ich spiele jetzt ja auch ein Instrument. Ja, da braucht man natürlich einen Schraubenschlüssel, wisst ihr? Ich spiele Blasrohr. Wenn ich es Ihnen gerade mal demonstrieren darf. Ich meine, andere spielen Klavier, gell, aber ich weiß gar nicht, wo ich da reinblasen soll. Gell, oder auch sonst, gell, wenn ich wo nah komme und da lacht jemand über mich. Und der weiß nicht, warum. Dann nehme ich meinen Schraubenschlüssel und... Na, hat sich da gleich ausgelacht. Na ja, mit so einem Schraubenschlüssel, da bist du ja der reinste Psychologe. Einfühlsam. Verständnisvoll, eben ein richtiger Psychologe, gell? Und ich meine, bei mir liegt es eben oftmals auch an der Mutter. Ich meine, manchmal ist gar keine da, gell, oder? Sie ist völlig überdreht. Ja, da brauchst du dann eben viel Psychologie, gell, und der richtige Schraubenschlüssel. Bin ja quasi im Werkzeugkasten auf die Welt gekommen. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie das noch ein ganz kleiner 14er war. Und heut ein Mordskerle. Ja, und ich meine, wisst ihr, wenn einmal irgendwas wäre, Kummer, Sorge, oder sie sind irgendwie durcheinander, gell, sie sind irgendwie
durcheinander. Sag mal, wieso ist jetzt der Knopf da oben, wenn das Knopfloch da unten ist? Ne? Mäntel machen die heute. Ne? Hey, mir gleich. Für mich und meinen Schraubenschlüssel überhaupt kein Problem. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, den nimmst du. Da ist der Schraubenschlüssel. Da oben ist der Knopf. Der Rest bin ich. Jetzt nimmst du den, du sitzt in der Hand und nochmal und zack. So, und ein einziger kleiner Ruck zum Schluss und zack. Passt. Also wie gesagt, wenn irgendwann mal was wäre, gell, ich mein. Sie könnten mich jederzeit, könnte Sie mich rufen. Also, Moment. Ja, das ist eindeutig. Da oben tropft's. Nehmen wir gleich, Moment. So hab ich dich, Kerle. Das sag ich dir, mein Lieber, du tropfst mir nicht. Mehr lang. Wenn der mit dem Schraubenschlüssel. Wenn's irgendwo mal Probleme gibt, Sie brauchen's bloß sagen. Sie brauchen's bloß sagen.